Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Arburg. Herzlich willkommen zu den Plast-TV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffbranche. Mein Name ist Guido Marschall. Neuer Messeleiter für die K. Die Geschäftsführung der Messe Düsseldorf ist neu aufgestellt. Zum 1. August ist Marius Berlemann als neuer operativer Geschäftsführer gestartet. Neben ihm bilden Wolfram Diener und Bernhard Stempfle das neue Geschäftsleitungsteam der Messe Düsseldorf. Berlemann verantwortet damit in Zukunft unter anderem die K als Weltleitmesse für Kunststoffe sowie die Messen für Medizintechnik Medica und das Gesundheitswesen Compamed. Product Carbon Footprint automatisch berechnen. Mit einer neuen Software will Wittmann den Prozess um die Berechnung des Product Carbon Footprint für die Industrie vereinfachen. Die Software steht zukünftig als neue Funktionalität von TEMI Plus, dem Fertigungssteuerungssystem der Wittmann-Gruppe Kunststoffverarbeitern, zur Verfügung. Bader investiert. Der Spezialitätencompoundeur aus dem baden-württembergischen Bühl erweitert seinen Verwaltungs- und Produktionstrakt samt Lagerkapazitäten um rund 4.000 Quadratmeter auf dann 16.000 Quadratmeter. Wie das Unternehmen mitteilt, beträgt die dafür aufgewendete Investitionssumme 9 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen. Einzigartige Partnerschaft. Infinium, ein Unternehmen im Bereich E-Fuels, und Borealis wollen gemeinsam Kohlenstoffemissionen in Kunststoffe umwandeln. Dafür stellt Infinium als weltweit erster Anbieter kommerzielle Mengen von E-Nafta zur Verfügung. Dies ist eine nachhaltige Drop-in-Alternative zu herkömmlichem Nafta auf fossiler Basis. Erste PET-Mehrwegflasche für Kosmetikprodukte. Alpla und das Startup Simi haben eine standardisierte PET-Lösung für Kosmetik- und Pflegeprodukte entwickelt. Erstmals wird damit eine sichere, leistbare und nachhaltige PET-Flasche für die Branche angeboten. Die vollständig recyclingfähige 300 ml PET-Flasche ist in drei Farben erhältlich. Ein lasergravierter 2D-Data-Matrix-Code informiert bei jeder Flasche über Inhalt und Umläufe. Das waren die Plast-TV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.